Tatz, tatz, tatz. Mit einer Entschuldigung hatte ich ja nicht wirklich gerechnet für gleichzeitig verschwimmen die Kategorien, sodass sich ein Transmann ungehindert in Frauenräumen einnisten kann, nur weil er sich als Frau empfindet. Ich hatte noch nicht einmal mit einer Entschuldigung gerechnet für Thomas Beattie ist kein Mann, sondern eine schrecklich verstümmelte Frau. Worüber ihr euch vielleicht mal Gedanken machen solltet, als eine sogenannte linke, solidaritätsorientierte Zeitung, warum man nicht überrascht ist, wenn es dafür keine Entschuldigung gibt für Volksverhetzung letztendlich. Womit ich aber schon irgendwie gerechnet hatte, war, dass ihr jetzt vielleicht eine Weile so ein bisschen low laid, dass ihr euch so ein bisschen zurückhaltet mit reaktionärer Rhetorik, die TransaktivistInnen als eine Bedrohung für alles, was uns lieb und teuer ist, darstellt. Ich habe mich geirrt. Am 25.07. am Berliner Christopher Street Day, nice move, Tats, erschien ein Interview von Jan Feddersen mit Till Amelung. Die Charaktere. Jan Feddersen. Schwul zu sein ist ihm zufolge nicht mehr opferig genug, wenn man gleichzeitig wie er auch weiß und cis ist. Er beschwört gerne das reaktionäre Motiv von die Minderheiten haben doch inzwischen viel mehr Rechte als die Mehrheit. Er schrieb 2012 über Transgeschlechtlichkeit. Wer ein Coming-out fürchtet, wer nicht möchte, ein Leben als Homosexueller zu verbringen, könnte psychisch so disponiert sein, lieber eine Operation zur Geschlechtsumwandlung zu bevorzugen. Ich nenne das einen Wunsch nach Verstümmelung im Namen einer Identität, die in unserer Community gern transsexuell genannt wird und als eigenständige sexuelle Andersartigkeit gilt. Und 2019 schrieb er in der Taz: Wem dient es, alle geschlechtlich-biologischen Verhältnisse für entscheidbar zu halten, für ungefähr so verhandelbar wie die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Zahnpastasorten? Und Till Amelung, ein bürgerlich-konservativer Transmann, zeichnet sich dadurch aus, dass er Diskussionen anprangert, die an der Lebensrealität von 90% aller Menschen vorbeigehen, indem er Positionen angreift, die an der Lebensrealität aller Menschen vorbeigehen, weil es sie nicht gibt. Schreibt doch mal bitte in die Kommentare, mit wie vielen Personen ihr bisher gesprochen habt, die der Meinung waren, ein schwuler Mann sei frauenfeindlich, weil er nicht auf Frauen steht, und ein heterosexueller Mann sei homophob, weil er nicht auf Männer steht. Bei mir sind's null. Er bemängelt, dass es in öffentlichen queeren Diskursen oft mehr um Skandalisierung geht, als darum, für LGBTQ+-Rechte zu kämpfen. Und in gewisser Weise kann man ihm hier zustimmen, insofern, dass es oft mehr darum geht, Einzelpersonen für ihre LGBTQ+-feindlichen Einstellungen anzuklagen, als systemische Marginalisierung von LGBTQ+-Personen aufzuzeigen, zum Beispiel in Form des transsexuellen Gesetzes, das Transmenschen ihre Selbstbestimmung entzieht und sie für ihre eigene Demütigung vierstellige Summen zahlen lässt, oder wenn es um die Anerkennung der Mutterschaft von nicht leiblichen lesbischen Elternteilen geht, die sich im Gegensatz zu Männern, die die Vaterschaft annehmen, einem Adoptionsverfahren unterziehen müssen, eben auch wieder mit Begutachtung. Also hier sehen wir sehr deutliche konservative Wertvorstellungen sich in Gesetzen abzeichnen. Und zwar Werte nicht im Sinne von irgendeinem Quatsch, von wegen, die hätten irgendwelche tollen moralischen Werte, sondern Werte im Sinne von bestimmte Menschen werden abgewertet, bestimmte Menschen werden aufgewertet. Na, dann wird er doch sicherlich das Transsexuellengesetz und die Entziehung der Selbstbestimmung in diesem Interview scharf kritisieren, oder? Dazu kommen wir später, Pink Raven. Jedenfalls ist er nicht politisch korrekt, TM, und wird doch sicherlich deshalb
aus dem öffentlichen Diskurs und von allen Pressehäusern brutalst in seiner Meinungsäußerung unterdrückt, oder? Und ja, wir sehen, er muss sich damit abfinden, in absolut unbedeutenden Zeitungen wie dem Emma-Magazin oder Zeit Online zu veröffentlichen. Und er hat sage und schreibe 4 Artikel in den letzten 3 Jahren in der Jungle World, der nominell linken Zeitschrift Jungle World, veröffentlicht. Zu denen werde ich später nochmal kurz kommen. Kommen wir mal zum Interview selbst. Gleich die 2. Frage lautet, Rowling möchte weiter als Frau verstanden werden, nicht als Mensch mit Vagina. Und wie es oft so ist bei reaktionärer Rhetorik, muss ich jetzt recht weit ausholen, um den durch diesen Satz begangenen, durch diese Frage begangenen Schaden wieder auszubügeln. Es wird hier ja suggeriert, irgendjemand hätte abgestritten, dass J.K. Rowling eine Frau ist und irgendjemand würde verlangen, dass sie sich nicht mehr als Frau, sondern nur noch als Mensch mit Vagina bezeichnet. Was natürlich Unsinn ist. Es geht alles zurück auf diesen einen Tweet von J.K. Rowling, wo sie sich eben darüber echauffiert hatte, dass in einem Artikel über Personen, die menstruieren, von Personen, die menstruieren, die Rede ist. Und es eben nicht gesagt wird, eben nicht suggeriert wird, dass alle Personen, die menstruieren, Frauen sind. Es gibt eben Transmänner und non-binäre Personen, die auch menstruieren. Das Frausein von Rowling wird natürlich durch den Begriff Personen, die menstruieren, nicht in Frage gestellt. Und natürlich ist noch anzumerken, dass Feddersen das auch falsch darstellt, falsch wiedergibt, weil es nicht um den Begriff Mensch mit Vagina ging, sondern um Personen, die menstruieren. Besonders viel Genauigkeit kann man bei dem guten Mann nicht erwarten. Man muss immer ein bisschen extra Arbeit einlegen, wenn man was von ihm liest, um halt nachzuchecken, ob das auch in irgendeiner Weise sich überhaupt mit der Realität überschneidet. Das Frausein von Transfrauen wird übrigens andauernd angezweifelt bis vehement bestritten. Da ist also eine wirkliche Bedrohung da, dass zum Beispiel ich mich nicht als Frau bezeichnen darf, wenn zum Beispiel Gesetzgebungen wie in Ungarn kommen. Aber wiederum bei reaktionärer Rhetorik müssen wir uns darauf einstellen, dass Dinge eben so dargestellt werden, dass ein bedrohliches Szenario aufgebaut wird für Leute, die sich gerade in der dominanten, hegemoniellen, normangebenden Position befinden, damit das halt irgendwie moralisch zu rechtfertigen ist, dass man gerade eigentlich offensichtlich nach unten tritt. Naja, Till wird das doch sicher nicht einfach so stehen lassen, oder? Ihr ahnt es schon. Natürlich lässt er es genauso stehen und bestätigt damit, dass Rowling sich nur dagegen wehren würde, dass sie von jetzt an nicht mehr als Frau bezeichnet werden darf, sondern nur noch als Mensch mit Vagina. Wörtlich sagt er, ja, denn das klingt halt wie liebloser Behördensprech. Nun, Till, wir befinden uns hier in einem medizinischen Kontext. Dass du scheinbar willst, so scheint es hier zumindest, dass in einem medizinischen Kontext Begriffe danach gewählt werden, ob sie lieblos oder liebevoll klingen, finde ich ein bisschen verstörend, ehrlich gesagt. Naja, dann folgt halt sein übliches Gerede darüber, dass das ja an der Realität der meisten Menschen vorbeigehe, da ja in 98% der Fälle eine menstruierende Person eben eine Frau sei, also die Belange von Minderheiten sind zu ignorieren, weil sie wenige sind und weil auf inklusive Sprache reaktionär reagiert werden könnte, soll man sie gleich lassen. Dann sagt er noch, man spreche ja auch nicht von Menschen mit Prostata, wozu ich als Frau mit Prostata sage, sollte man aber. Und natürlich müssen wir hier beachten, dass es sozusagen argumentativ, strategisch
es ihm hier darum geht. Dieses Narrativ von der Begriff Frau soll ausgelöscht werden, zu bedienen und das eben gegenüberzustellen damit, dass der Begriff Mann eben nicht gleichsam ausgelöscht werden soll. Feddersen spinnt dann sein vollkommen erlogenes Narrativ weiter mit der Frage, es ist also in Ordnung, dass Rowling als Feministin weiter Frau bleiben möchte. Und Amelung hat auch gegen diese vollkommen auf die Spitze getriebene Variante von dem, was Feddersen vorher behauptet und gefragt hat, nichts einzuwenden. Er bestätigt es mit den Worten, es geht um die Vermittlung von gesellschaftlichen Ungleichheitsverhältnissen, die sich am Geschlecht festmachen. Und das ist nicht nur für die Schriftstellerin in ihrem Verständnis markiert am Wort Frau und Menschen mit darunter verstandenen Körpern. Mit darunter verstandenen Körpern. Ja, auch Arno Frank, der übrigens immer noch für die Taz schreibt, verstand 2008 den Körper des Manns Thomas Beattie fälschlicherweise als den Körper einer Frau, als er schrieb, Thomas Beattie ist kein Mann, sondern eine schrecklich verstümmelte Frau. Der Mann, der kürzlich auf der Straße zu mir sagte, du siehst richtig horny aus, verstand meinen Körper richtigerweise als den Körper einer Frau. Genau wie der Vater einer Patientin, der kürzlich in Bezug auf mich sagte, jetzt hören wir mal der Süßen hier zu. Die beiden verstanden meinen Körper als den Körper einer Frau, richtigerweise, und reagierten damit in der bekannten sexistischen, sexuell belästigenden, verniedlichenden Art. Und trotzdem würden TERFs wie Rowling das wahrscheinlich sich irgendwie zurechtzimmern zu männlicher Sozialisation. Cis-Frauen, die mir vertrauen, reden mit mir über Dinge wie Periode und Schwangerschaft, die mich nicht direkt körperlich betreffen, und ich rede mit ihnen über Transition-bezogene Sachen und transspezifische und transfrauenspezifische Diskriminierung, die sie nicht direkt betreffen. Und das ist alles ziemlich unproblematisch in meiner Erfahrung. Und doch reicht bei vielen Leuten so ein Schund wie dieses Interview aus, um sie davon zu überzeugen, dass Personen, die menstruieren, geeignet ist, den Begriff Frau auszulöschen, dass Transfrauen eben eine Bedrohung für Cis-Frauen darstellen und so weiter. Und wir reden hier größtenteils von Leuten, die eben auch noch nie persönlichen Kontakt zu einer Transperson hatten. Da es recht wenige Transpersonen gibt, trifft das eben auf sehr viele Leute wiederum zu. Und so können eben Lügen und Fehldarstellungen recht ungestraft getätigt werden, auch in linken oder vorgeblich linken Zeitungen, nicht nur in der Taz, sondern zum Beispiel auch eben in der vorhin erwähnten Jungle World, in der Dirk Saathoff schrieb, in großen Teilen des Transaktivismus sei die Ansicht verbreitet, dass Transfrauen eben auch menstruieren. Eine Position wiederum, die ja auch niemand hat oder zumindest extrem wenige Leute. Bei dieser großen Spezies kann man nie ausschließen, dass jede Meinung irgendwie gehabt wird. Aber jedenfalls wird so etwas dann aufgebauscht oder eine andere Aussage wird dazu umgebaut, fehlinterpretiert. Hier ist natürlich keine Quelle angegeben für diese Aussage. Es geht ja nur darum, Leute reaktionär aufzustacheln eben. Solche Positionen, die niemand hat oder die sehr, 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 sehr wenige Leute haben oder Positionen, die eben falsch wiedergegeben werden, Sachen, die umkonstruiert werden zu einer ganz anderen Aussage und so weiter. All das könnte man ja wirklich ignorieren, ohne dass irgendjemand dabei zu Schaden käme. Im Gegensatz zu Minderheitenrechten, die man eben nicht ignorieren kann, nur weil es wenige Leute gibt, die einer bestimmten Minderheit angehören. Natürlich wird nirgends in dem Feddersen-Amelung-Interview irgendetwas wirklich politisch Relevantes angesprochen, wie zum Beispiel die Entziehung der Selbstbestimmung von Transpersonen
durch das Transsexuellengesetz, aus der sich Situationen ergeben wie die einer Transfrau, die zu mir in die Stimmtherapie kommt, die 2,5 Jahre mit einem männlichen Personalausweis rumlaufen musste, weil bei ihr die PsychotherapeutInnen der Meinung waren, man müsse 2 Jahre in dem Geschlecht gelebt haben, bevor man das ändern lassen kann. Oder die Situation einer jungen Transfrau, die 1 Jahr die Schule unterbrochen hat, um sich die Kosten für dieses Verfahren zusammenzusparen. Bei ihr waren das 2.800 Euro, weil eine begutachtende Person sie 4-mal sehen wollte, eine andere 5-mal. Also je mehr wir gedemütigt werden, desto mehr kostet es. Das alles scheint sogar Till Amelung als Transmann, der sich dieser Prozedur auch unterziehen musste, nicht so wirklich zu jucken. Stattdessen ist es ihm wichtiger, reaktionäre Talking Points zu bestätigen, eine Bedrohung durch Transaktivismus heraufzubeschwören und so weiter. Und ja, das wird hervorragend angenommen. Und das ist alles extrem frustrierend. Weshalb ich auch den Rest der Analyse dieses Interviews auf ein anderes Video verschieben muss. Ich muss mich auch mal mit anderen Dingen beschäftigen und muss auch mal versuchen, so eine Art Leben zu haben, was mir gerade ein bisschen schwerfällt, ehrlich gesagt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, denkt bitte daran, ein Like zu hinterlassen. Wenn es euch sehr gefallen hat und ihr mehr von mir hören und sehen wollt, dann abonniert mich doch bitte, abonniert den Kanal doch bitte und schellt die Glocke, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video kommt. Wenn es euch sehr, sehr, sehr gefallen hat, dann zieht es vielleicht in Erwägung, auf Patreon zu spenden monatlich oder einmalig über die PayPal-Adresse, den PayPal-Account, der über eine E-Mail-Adresse läuft, wie auch immer, die ich eingerichtet habe. All das findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, das ist erstmal alles von mir für dieses Video. Bis bald. Ciao.